Willkommen zu diesem Tutorial. Auf Anfrage ist dieses Tutorial und zwar handelt es darum, wie man bei YouTube Playlists erstellt. Das Ganze sieht später dann ungefähr so aus. Also ich habe hier eine Playlist, die heißt Call of Duty Black Ops. Da sind alle meine Black Ops Videos drin, alle meine Crisis Videos sind hier drin, alle meine Tutorials sind hier drin und sonstige Videos sind da drin. So ist es geordneter und so kann man auch mehrere Themen in einem Channel unterbringen, weil wenn das alles vermischt ist, dann ist das ein bisschen blöd. Also, es funktioniert folgendermaßen. Man geht auf seine Videos, dann kann man hier eine neue Playlist erstellen. Man kann der Playlist einen Namen geben, ich nenne dieses Mal Tutorial, eine Beschreibung geben und Tags geben. Und wenn das passiert ist, kann man einfach die Playlist erstellen und schon hat man die Playlist. Aber in der Playlist sind jetzt noch keine Videos drin und um die einzufügen, muss man auf seine Videos nochmal gehen, also auf Hochgeladen. Da wählt man hier zum Beispiel dieses Video aus, markiert das und klickt auf Hinzufügen zu und wählt hier die Playlist aus, wo es hinzugefügt werden soll. Ich habe ja schon zwei Tutorials. Playlist, also hier einfach mal die und man klickt einfach auf Videos hinzufügen und dann ist dieses Video in der Playlist drin und sieht, aha, okay, das Video ist hier drin. Wenn man jetzt auf den Channel geht, würde es normalerweise noch nicht angezeigt werden, diese Playlist. Dazu klickt man hier oben auf Videos und Playlist, klickt hier auf, macht hier den Haken bei Playlist. Eventuell diesen Haken hier weg, weil wenn dieser Haken da ist, dann sind die Playlists da und normalerweise werden dann auch die ganzen anderen Videos noch angezeigt, was man natürlich nicht will. Und darum macht man diesen Haken hier weg und nur bei Playlist und markiert hier, welche Playlists alle angezeigt werden sollen. Ich mache jetzt auch mal die neue Playlist und jetzt habe ich hier diese neue Playlist, die heißt Tutorial. Und da drin befindet sich jetzt dieses Video hier. Und ja, um die Playlist wieder zu löschen, geht man einfach wieder auf Videos. Geht hier einfach auf die Tutorial Playlist und geht einfach hier auf Playlist löschen. Ja, die Playlist soll gelöscht werden. Und tada, sie ist weg. Sorry, ich bin ein bisschen heiser. Ja, auf dem Channel ist sie auch wieder verschwunden. Und ja, so hat man, wie gesagt, bessere Ordnung und es abonnieren auch ein viel mehr, weil man das Video geordnet hat und manche abonnieren einen Channel nur wegen einem Thema und wenn das alles vermischt ist, dann finden die das nicht so gut. Und so kann man ganz gezielt sehen, was man sehen möchte, was nicht. Wenn man sich jetzt für die Tutorials nicht interessiert, sondern nur für die Black Ops Videos, okay, dann geht man eben nur für die Black Ops Videos. Wenn man sich nur für Crisis interessiert, geht man nur für Crisis. Und wenn man sich nur für Sonstiges interessiert, geht man halt nur auf Sonstiges. Also um hier, wenn man draufklickt, werden alle Videos dieser Playlist sind angezeigt. Und man hat auch, wenn dieses Video jetzt hier vorbei ist, dann wird automatisch das nächste Video abgespielt. Ist auch eine Playlist. Und ja, das war schon wieder. Wenn euch das geholfen hat, bitte abonniert mich. Oder schreibt einen Kommentar. Am besten uns. Und gebt einen Daumen hoch bitte. Ja, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt und immer auf dem aktuellsten Stand sein wollt, was meine Videos betrifft, also sprich wann sie abgeladen werden und so, dann einfach mich abonnieren, dann werdet ihr benachrichtigt. Okay, ja, besucht meine Homepage www.the-shooter-space.de.l und ja, bis zum nächsten Mal, haut rein.